War erstmal 4 Jahre eben in der Volksschule, in der Schubertschule, war eben immer der Jüngste in der Klasse übrigens, denn damals konnte man ansuchen, wenn das Kind vor dem 15. Jänner geboren ist, und dass man dann schon früh in die Schule kommen kann. Also ich kam in die Schule, in die erste Klasse Volksschule schon mit 5 Jahren und 8 Monaten, im September 1930. Und war dann immer der Jüngste in der Klasse. Aber das, glaube ich, hat mir nicht geschadet. Da musste ich mich schneller irgendwie entwickeln. Und eben, ich hatte eine Aufnahmeprüfung und wurde dann ins Waser-Gymnasium, das BG9, Bundesgymnasium, ein humanistisches Gymnasium, wo mein Bruder schon 3 Jahre auch studiert hat. Übrigens, der berühmte Dichter und Schriftsteller Erich Fried war sein Freund und Klassenkollege. Immer wenn ich da manchmal in 10 Uhr Pause auf den ersten Stock zu den Oberklassen gehen durfte, meinen Bruder zu besuchen, dann sagte er: Ah, da kommt der kleine Max. Auf jeden Fall, dann wurde uns erklärt von dem damaligen Schuldirektor, ein sehr anständiger Lehrer, der wahrscheinlich deswegen gleich nach dem Anschluss weg musste von der Schule, Karl Ernst, dass jetzt die Klassen so eingeteilt werden: Die erste A ist für die christlichen Schüler, die erste B die jüdischen. Der Grund dafür war, dass am 4. Juli 1934 der damalige Unterrichtsminister Kurt von Schuschnigg, der eben noch vor der Ermordung von Dollfuß am 25. Juli 1934 Justiz- und Unterrichtsminister war, hat einen Erlass rausgegeben, was immer man mit einem Erlass tut, einen Erlass erlassen, dass in sämtlichen Mittelschulen und Lehrerseminaren, nicht in Hauptschulen, denn dort gab es sehr wenig jüdische Schüler, nehme ich an, wo es genug Schüler und Schülerinnen gäbe für 2 Parallelklassen, soll die erste A für die katholischen Schüler sein und die erste B für die anderen. Aber die anderen, das waren wir, die jüdischen Schüler, denn mit wenigen Ausnahmen waren die wenigen 2 oder 3 protestantischen Schüler mit den katholischen in der Christenklasse. Und so gingen wir 4 Jahre bis nach dem Anschluss, waren wir von der ersten bis zur vierten B und wir waren die Judenklasse. Wir hatten auch etliche Lehrer, die bekannt waren, dass sie auch illegale Nazis waren, das wusste man schon, wie zum Beispiel der Turnlehrer, Turnprofessor. Wir hatten 2 Turnprofessoren, einer hieß Franz Stephan, der andere Wilhelm Wagner. Beide waren die Obernazis in der Schule. Der Wilhelm Wagner hat bei meinem Bruder, der Sport gehasst hat und den auch öfters auch gequält hat, deswegen. Und der Franz Stephan war bei mir. Wir hatten auch einen Griechisch-Professor, 2 Griechisch-Professor, die illegale Nazis waren. Einer hieß Horeschi und der andere hieß Draxler. Aber man wusste das irgendwie. Aber ich muss sagen, dass im täglichen Unterricht wir das nicht wirklich gespürt haben. Nur wenn man sich da manchmal, nicht oft, mit christlichen Schülern gestritten hat, dann hieß es auf einmal: Du Judenbub, zieh an, geh nach Palästina, wo du hingehörst. Das war für mich damals eine Beleidigung. Ich bin ein gebürtiger Wiener, warum soll ich jetzt nach Palästina gehen? Was ich dann mit Wonne und Freude, obwohl es sehr schwierig war, nach dem Anschluss getan habe.